Das Gespräch der Frauen am virtuellen Brunnen. Brunnen wäre gut, Wasser könnte man brauchen. Wir sind im August und nach wie vor recht warm. August 2022. Ja, da sehen wir mal, was wir heute am Brunnen besprechen. Aber vorher wie immer ein Check-in. Ich würde mit Ramona beginnen, denn die war schon lange da. Ja, ich befasse mich seit Mittag irgendwie mit meinen technischen Problemen. Ein Freund war da und hat mir seinen Laptop dagelassen, weil beide Rechner haben sie das irgendwie nicht hingekriegt im Computerladen und jetzt habe ich gar nichts weiter außer dem vom Freund, sodass ich überhaupt bei euch sein kann. Also das freut mich, sonst wäre das jetzt gar nicht möglich. Ja, also ich denke darüber nicht nach. Ich glaube, das ist vergebene Liebesmüh. Und freue mich, dass ich das trotz dieser technischen Widrigkeiten geschafft habe. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion mit euch. Dann gebe ich weiter an Mary Rose, war dann die nächste. Ja, guten Tag. Ich bin noch nicht ganz so richtig drin. Ich nehme gerade teil an einem 14-tägigen Sommerretreat mit dem spirituellen Lehrer Christian Meyer Ah, und interessant. habe da jeden Tag 2 bis 3 Sitzungen. Heute Abend hatte ich gerade noch ein bisschen jetzt angehört. Die haben heute bunten Abend. Und dann habe ich gedacht, ach nee, dann ist doch der Brunnen vielleicht besser. Also ja, dann ist es doch persönlicher. Aber ich habe heute Mittag eine schöne Bewusstheitsübung mit einer anderen Frau eben in einer kleinen Gruppe gehabt. Hat mir sehr gut getan. Und heute Morgen die Einführung, die Christian gemacht hat, so, wo er uns so tiefer führt, war auch wirklich sehr tief und sehr entspannt. Und ja, danach war ich dann in die Schema und also es ist ein bunter Tag gewesen, wirklich ein richtig bunter Tag. Damit geht ich weiter. Erika ist uns entschwirrt, Annalisa, da bist du. Ja, danke. Ich habe in letzter Zeit irgendwie das Gefühl, dass da ziemlich viele Herausforderungen sind, innere Themen nochmal anzuschauen, die nochmal Hallo sagen, wo ich eigentlich dachte, das wäre alles schon erledigt, aber dem ist offensichtlich nicht so. Und damit ich mich weiß, auf was ich mich freuen kann, habe ich beschlossen, ich räume so viel auf, dass ich die Lebensfreude in meinem Herzen spüren kann. Und so ab und zu blitzt sie schon durch und das tut richtig gut. Und damit gebe ich mal weiter an dich, Heidi. Das ist schön, danke dir. Marie-Rose, das finde ich spannend, was du gesagt hast. Vielleicht können wir das irgendwie ins Thema einweben, denn es interessiert mich auch sowohl das als auch das, was du sagst, Annalisa. Die Themen, wo man dachte, man ist schon durch und dann kommen sie einem doch mal wieder serviert. Und wie kann ich jetzt damit umgehen? Wie bin ich früher damit umgegangen? Das fände ich auch ein sehr schönes Thema. Und ich hatte eine ähnliche Herausforderung in den letzten, sagen wir mal, nicht nur Tagen, aber Wochen und Monaten. Insofern könnte ich da wahrscheinlich etwas dazu beitragen. Ich hoffe, dass die Erika wiederkommt und die Monja sagt, sie kommt nicht, wo die anderen Mädels stecken. Naja, es ist Sommer. Zu mir persönlich, ja, ich bin jetzt wieder ein paar Tage allein. Nächste Woche kommt noch mal Besuch. Und ja, irgendwie halt mit der Wärme und dem Wassermangel hinkommen, das ist dann schon ein bisschen manchmal eine Herausforderung. Aber ansonsten genieße ich, dass es warm ist und nicht kalt. Denn kalt wird es noch früh genug, finde ich. Ja, soweit zu mir. Wäre euch das ein Thema? Wie gehe ich mit den Herausforderungen um? Welche Techniken habe ich zum Beispiel? Da könnte die spirituelle Praxis da mit reinkommen oder was auch immer ihr habt. Wie geht's mir damit? Das würde ich vorschlagen aus dem, was ich herausgehört habe. Ist das was? Dann Annalisa, dann fang doch gleich mal an. Ja, ich fange mal an mit, wie ich damit umgehe. Also ich habe ja schon viele Kurse besucht und
Therapien und Aufstellungen und was weiß ich gemacht, um mit mir und an mir arbeiten zu lassen. Und im Moment, also das, was momentan sehr kraftvoll für mich wirkt, ist Innerweiß. Also das Poster hinter mir seht ihr. Also das ist eine Energiearbeit, geistiges Heilen, wenn man so will. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn ich noch mich einigermaßen fokussieren kann. Also es gibt Tage, da ist es irgendwie dermaßen heftig, dass ich nur warten kann eigentlich, weil ich nicht mehr oder nicht in der Lage bin, wirklich sinnvoll auszutesten, was dran ist. Und dann fließen noch andere Methoden quasi manchmal mit ein aus einem Bewusstseinstraining. Mal, kannst du erst mal noch erklären, was das ist? Denn ich weiß davon nichts. Innerweiß hat Uwe Albrecht entwickelt. Das ist ein Schulmediziner, der im Osten groß geworden ist und seit über 20 Jahren, sagt er zumindest, ausschließlich damit arbeitet. Das sind verschiedene Arten von Heilkarten und Testkarten. Also eigentlich arbeitet man mit einer Mischung aus Intuition und Logik. Also man hat zum Beispiel Testkarten, da kann man der Reihe nach durchtesten, was das Thema ist, also was jetzt oben aufliegt sozusagen. Und das Innerweiß führt einen praktisch den geschmeidigsten Weg durch ein Problemthema, um das zu lösen. Ist es wie, du legst es aus wie beim Tarot oder wie kriegst du die Karte, die für dich jetzt gerade zuständig ist? Genau, die teste ich immer, kinesiologische Tests. Ah, okay. Und dann, wenn du weißt, was da für eine Karte ist, wie geht es dann weiter? Dann muss ich, also das ist erstmal nur ein Stichwort oder ein Satz und dann muss ich zum Beispiel rausfinden, ist es überhaupt mein eigenes Thema oder ist es ein fremdes Thema? Also wenn es was Eigenes ist, geht es oft darum, halt noch mehr rauszufinden darüber. Also wann ist es entstanden? Ist das was aus meiner Kindheit? Ist das was Aktuelles? Also wo hängt es noch? Und da kommt man aber relativ schnell drauf. Und manchmal helfe ich mir auch, indem ich mir einfach praktisch eine Heilkarte dazu ziehe und mit der meditiere. Und dann meldet sich das Unbewusste schon und sagt, ah, das ist das, da hängt es, das ist der Schmerzpunkt sozusagen. Also da teste ich gerade verschiedene Vorgehensweisen, was für mich gut funktioniert. Wenn es ein fremdes Thema ist, muss man eigentlich nur wissen, von wem es kommt. Also häufig sind es Ahnenthemen oder Themen von ehemaligen Partnern. Aber es kann im Prinzip auch aus einer Freundschaftsbeziehung kommen oder sogar, also das ist eher selten, dann aus irgendeiner flüchtigen Bekanntschaft sozusagen. Also wo es dann rüberspringt, wo man Dinge mitträgt. Von Menschen, die man vielleicht noch nicht mal selber kennt. Mhm. Und dann muss man einfach diesem Menschen oder typisch, meistens ist es so, dass man diesem Menschen ein Heilangebot macht, auch aus der Innerweiß-Apotheke. Und also ich spüre dann, wie sich das löst und entspannt und Frieden einkehrt. Sehr schön. Da unterbreche ich dich jetzt mal und begrüße die anderen beiden. Schön, dass du wieder da bist, Erika. Du bist ja irgendwie uns abhanden gekommen und schön, dass du da bist, Anna. Ja, mir geht der Computer immer aus, jetzt seit geraumer Zeit. Ich glaube, ich brauche einen neuen PC. Wenn ich verschwinde, komme ich einfach immer wieder. Genau. Dann könnt ihr jetzt noch mal kurz ein Check-in machen. Wir haben das natürlich jetzt schon gemacht und haben uns auf ein Thema geeinigt, dass es kommen immer wieder Themen auf, die wir schon dachten, dass sie vorbei sind. Und wie gehen wir damit um? Und unter anderem eben spirituelle auch Wege. Und da hat Annalisa angefangen, über dieses Innerreis zu sprechen. So weit waren wir gerade gewesen. Magst du anfangen, Erika, noch mit Check-in? Genau, ich habe es jetzt nicht ganz mitbekommen bei euch. Also es ging um Themen, die immer wieder auftauchen, obwohl man gedacht hat, man hätte sie schon bewältigt. Ja, da kann ich mich schon auch anschließen. Also ich habe einfach ganz viele Themen immer noch mit meinen drei Kindern. Es tauchen immer wieder Themen auf und eigentlich ist es irgendwie so, dass mir das schon fast zu viel ist. Ich meine, die sind alle schon erwachsen, haben eigene Familien, also jetzt außer unserem Sohn. Und das ist, wo auch mein Mann und ich so die letzten Tage auch darüber gesprochen haben, was bei uns einfach los ist, dass immer wieder
bei uns so angedockt wird und auf der einen Seite so der Wunsch nach Unterstützung und Hilfe und auf der anderen Seite sehr viel Kritik auch. Und wo wir das Gefühl haben, oder ich auch, ich fühle mich so ein bisschen als Spielball gerade irgendwie so. Und das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich bin jetzt auch dabei, jetzt dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Insofern ist das für mich ein gutes Thema heute auch. Bin ich gespannt. Genau. Wer ist jetzt außer mir noch nicht eingecheckt? Anna. Ah ja, Anna, dann würde ich dich, Marie, Rose, du hast schon auch schon eingecheckt. Schade, hätte ich gerne gehört, aber vielleicht sagst du im Laufe des Abends noch was über dich. Ja, ich kann es dir kurz gerade sagen, auch die Anna Hauser weiß es ja auch nicht, dass ich 14 Tage jetzt beim Sommerretreat online, beim Sommerretreat von dem spirituellen Lehrer Christian Meyer dabei bin. Und das ist jetzt die zweite Woche, das geht jetzt bis Sonntag. Und also ich habe da jetzt doch viele Sitzungen mitgemacht und das hat mir sehr gut getan, ja. Na schön. Aha. Ja, spannend. Okay, ja, da würde ich gerne auch mehr hören, weil ich habe da irgendwie ein Urteil und vielleicht lässt sich das Urteil, das ist ja hat er völlig unbegründet, bloß weil ich den ja nicht persönlich kenne. Also hier ist die Anna, komm gerade vom Tanzen. Contact tanzen und einfach schön. Ganz viele Leute, ein voller Freitänzer und ja, ich bin einfach dankbar und dann gerade eben noch das Kompliment gekriegt, dass ich so beweglich sei und so, weißt du, mit 70 und so, das kriegt man dann solche Kommentare, also nicht Mann, sondern ich kriege solche Kommentare. Genau, und freue mich, dass ich eben jetzt noch dazu schlüpfen kann. Danke. Ja, dann gebe ich nochmal an dich zurück, Annalisa. Du hast ja dann noch weiter reden wollen, wo ich dich unterbrochen habe. Ja, es gibt noch eine zweite Methode, die ich bis 2009 gemacht habe. So ein Bewusstseinstraining, wo es darum geht, Glaubenssätze zu finden und aufzulösen. Und auch da nehme ich manchmal noch Anleihen. Also da geht es einfach darum, mal zu spüren, oder rauszufinden, was glaube ich eigentlich über mich selber. Also in letzter Zeit sind auch ziemlich viele Dinge aufgetaucht, die schlicht falsch sind. Also Projektionen oder Interpretationen, die ich als Kind oder als Jugendliche halt gemacht habe, wo sich dann rausstellt, naja, das war damals halt meine Sicht auf die Welt, aber das gilt nicht. Also hat damals auch schon nicht gestimmt, aber da konnte ich es halt nicht durchschauen. Und das sind halt oft so Sätze, die noch eine Wirksamkeit haben. Also die dann zum Beispiel auf den Selbstwert gehen oder also zum Beispiel Zugehörigkeit. Für Zugehörigkeit muss ich was tun, muss ich brav sein. Ja, das Christkind wird mich belohnen und das hat mich dann aber nicht belohnt, trotz aller Anstrengungen zum Beispiel. Und dann fängt so ein Hadern mit dem Spirituellen an. Ja? Wenn mich das nicht belohnt und mich nicht sieht, ja, dann soll ich mich dann überhaupt noch anstrengen oder will es mich vielleicht gar nicht? Also lauter so Geschichten tauchen da plötzlich auf. Und sich das einfach bewusst machen. Manchmal löst sich es auch schon auf, indem man einfach merkt, ja klar, das kann gar nicht stimmen. Und andere Dinge sind halt hartnäckiger, da muss man ein bisschen länger dranbleiben und durchfühlen und durchatmen sozusagen. Genau. Also so eine wilde Mischung mache ich zurzeit gerade. Dann gebe ich mal weiter. Ja, ich würde mal an Ramona weitergeben. Die hat nämlich einen Anruf bekommen und muss vielleicht nachher noch weg wieder oder irgendwie. Nicht? Und nachdem die Zeit vielleicht gedrängt ist, dann gebe ich an dich mal. Ja, ich überlege gerade. Also bei mir kommt gerade ganz viel so das alte Sachen, ja, sind alte Sachen, aber ich weiß gar nicht, ob ich sie alle schon mal hatte, so Beziehungsgeschichten her, also nicht jetzt Beziehung unbedingt zu Männern, sondern Beziehung also erstmal zur Mutter, also zu den Eltern, also die Bindungsgeschichten, die man als Kleinkind hat oder eben auch nicht hat. Ich habe vorhin gerade einen YouTube-Bericht gefunden, dass das ja also schädlich ist sozusagen, also ja, diese Kinder, dass man ein Kind gleich immer in die Kita und so bringt, das war ja bei uns im Osten gang und gäbe. Meine Mutter ist ja irgendwie
ich weiß nicht, war es 6 Wochen, 8 Wochen, also dann ist sie ja arbeiten gegangen. Also ja, ich hoffe, ich bin trotzdem ganz gut geworden. Also dieses Thema und ja, also ich mache da auch so eine Mischung aus, suche mir Leute, die mir behilflich sein können. Mir fallen, also es ist dann total spannend, was mir alles so zufällt, also von diversen Büchern, auch über das Thema, also dass ich Bücher, wo ich dann gar nicht weiß, dass die Themen da drin sind, dann kommt nach dem Motto, geh jetzt mal ins Wohnzimmer, da sind knapp 50 laufende Meter Bücher versteckt. Und dann nach dem Motto, zieh das mal raus. Und manche Bücher stehen hier schon seit Jahren noch nicht gelesen. Also ich lese viel, aber man kauft, kann ja schneller kaufen und kriegt ja auch geschenkt, als man sozusagen konsumieren kann. Und in Corona-Zeiten jetzt finde ich das genial. Ich muss ganz selten wirklich in einem Buchladen, wenn es da neue Sachen sind, aber wirklich viele Geschichten, ältere Sachen habe ich schon oder finden mich auf andere Weise. Also das ist hoch spannend. Das ist so eine ganz wüste Mischung, die ich da gerade erlebe. Und letztendlich dreht sich gerade alles bei mir um das große Thema Bindung, Beziehung. Also, und wie gesagt, mehrheitlich jetzt also an der Wurzel, also zu meinen Eltern und eben auch die Ahnengeschichten. Ich habe da in dem einen Buch so eine Übung gemacht, aber hallo, mir flossen gleich die Tränen und ein paar Stunden später rief meine Mutter an und meine Mutter ruft eigentlich nicht an. Also sie ruft an, wenn ich angerufen habe, auf dem AB gelandet bin, dann ruft sie an, so also als Antwort. Aber dass meine Mutter alleine auf die Idee kommt, ihr Kind anzurufen, eigentlich nicht unbedingt so. Und das dachte ich so, ja, das war die Übung. Also das ist schon, und das war eigentlich auch ganz einfach. Die Aufgabe war, ich bin die Tochter meiner Mutter und meine Mutter ist die Tochter ihrer Mutter und das 7 Generationen einladen. Und das war eine Energie im Raum. Ich habe, wie gesagt, geheult. Und dann habe ich noch eine Tarotkarte gezogen. Da ging es um das innere Kind und dann kam eben auch, ja, dass, also mein Job ist es jetzt zu heilen. Die Ahnen, die warten alle drauf. Also das passt, egal welche Tür ich gerade aufmache, es dreht sich bei mir gerade alles um dieses Bindungs-Beziehungsthema. Also an der Wurzel, wie gesagt. Gar nicht jetzt um Männer. Also die kommen dann vielleicht hinten dran irgendwann mal, aber nicht, also die sind gerade überhaupt nicht vordergründig, sondern ja, also hochspannend und das ich merke auch, das reicht mir auch als Thema. Das ist so umfassend, das hätte ich nicht gedacht. Also das wo ich so denke, so noch ein Buch und da noch ein Gespräch und da noch ein YouTube und ja. Jetzt will ich noch mal in die Schweiz, die hatte mich ja dann, als ich da mich getrennt hatte sozusagen, dann auf die Spur gebracht und Ideen und da war ich jetzt ja schon im Juli und will ich jetzt noch mal runter, weil ich glaube, das habe ich gemerkt, das tut mir ganz gut, weil ich brauche noch mal einen Blick von außen, nicht nur jetzt diesen unpersönlichen im Buch und im Video, sondern noch mal jemand, der mich kennt und nicht kennt, also ja, also manchmal ist ja zu tiefe Freundschaften auch nicht gut, weil die wieder gewisse Filter dann machen. Und da bin ich gerade dran. Und ja, das ist also spannend, wie schnell sich auch da die Sachen materialisieren und passieren. Das finde ich gerade unglaublich. Also wo ich früher gefühlt ewig gebraucht habe, geht das jetzt in einem Tempo, was habe ich gesagt? Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht selbst überhole. Also, ja, das mal gerade so zu meinen Themen, die ich da bearbeite und ja, dann. Ja, schön, danke. Wenn du dann verschwindest, verschwindest du halt einfach, wenn er dich anruft. Mache ich. Ist ja auch ein etwas schwierigeres Thema. Ja, und dann würde ich nochmal auf Marie-Rose kommen, denn es würde mich interessieren, was da läuft bei diesem Retreat. Ich denke, es sind mehrere, die daran interessiert wären, zu hören.
Ich weiß nicht, was ihr von Christian Meyer und seinen Systemen kennt. Es ist ein Psychotherapeut in meinem Alter, 52 geboren. Und der macht eben schon sehr lange, ist aus dem integralen Kontext auch ursprünglich, also ist integral informiert. Und das scheint auch immer wieder durch, ganz klar. Und er ist sozusagen der Aufwachpapst im deutschsprachigen Raum. Dessen oberstes Ziel es ist, die Teilnehmer an seinen Seminaren, in seinen Gruppen, in seinen Ausbildungen das zum Aufwachen, zu Aufwachungserlebnis, also der Zustandsweg ist, das ist sein Ziel, sein letztendliches Ziel. Und aber er hat eben psychotherapeutische, weil er ist Psychotherapeut auch, er hat psychotherapeutische so ein paar Methoden, die so sieben verschiedene Schwerpunkte, mit denen er immer wieder arbeitet, so Körperarbeit, Gefühle, ne? Loslassen, Vergangenheit loslassen, so Körperanspannungen loslassen, dann Muster verstehen und so Muster, wo es heißt, du solltest, wir sollten, ich müsste das loslassen, solche Sachen, ne? Also vom Psychotherapeutischen her. Ja, wahres Loslassen ist so auch, hat ein Buch geschrieben, das heißt Ein Kurs in wahrem Loslassen. Da hat er im Prinzip seine ganze Arbeit drin beschrieben, gell? Auch bis hin zu der Angst und dem Tod nur loslassen. Ne? Und er arbeitet eben dann auch mit den drei Körpern im physischen in Entspannung gehen und die Grundängste vom Körper da abbauen, krank werden bis hin zum Sterben, also das damit auseinandersetzen, grundseelische Nöte, wo letztendlich die Angst dahinter steckt, irgendwann allein zu sein, ne? Isoliert zu sein, und die geistige Grundangst, wo es darum geht, die Sinnlosigkeit, gibt es hier einen Sinn, ne? Oder gibt es hier keinen Sinn, oder wie kann ich damit leben, wie kann ich damit umgehen mit dem Thema, also das sind so drei Schwerpunkte auch, mit denen er arbeitet, ja. Und dann immer wieder alles fühlen können und alles fühlen dürfen. Und so sein Satz ist immer, du kannst tiefer fallen bis ins Aufwachen hinein. Ne? Das ist bei ihm die Bewegung nach unten, tiefer fallen. Ne? Also tiefer ins Gefühl hineingehen, über den Körper, die Gedanken, Bilder, Sinneswahrnehmungen und dann tiefer, dann welche Gefühle hängen da dran, dahinter. Gefühle möglichst genau auch dann herausfinden und benennen, damit man hineinfühlen kann und dann in tiefere und nach dem Fühlen in tiefere Erfahrungen hineingehen, in tiefere Erfahrungen von Stille, von Liebe, von Bewusstheit, von Alleinheit, ne, da hineingehen. Das ist so der Weg. Und er hat eine Hauptbewusstheitsübung, wo, also wenn er in Zweiergruppen arbeitet, dann fast immer eben zu, also in kleinen Gruppen, fast immer mit zwei, mit einer Frage, die dann eben wiederholt wird. Was fühlst du jetzt? Und der andere arbeitet, was fühlst du jetzt? 10 Minuten, eine Viertelstunde und dann wechseln. So die 8 Übung. Oder aber eine wichtige Frage bei ihm ist auch immer, geschieht, wenn du nichts tust? Immer wieder diese Frage, was geschieht, wenn du nichts tust? Weil Loslassen eben auch heißt, ins Nichttun hineinkommen und dadurch in die Verbundenheit mit allem, und dann tut sich was von alleine. Also, was geschieht, wenn du nichts tust? Ne? Und dann seine Hauptübung, wessen bist du dir jetzt bewusst? Und da geht es eben wieder diese Reihe, wo ich jetzt gerade gesagt habe, Körper spüren, Gefühle spüren und in tiefere Erfahrungen hineingehen. Ja, und fühlen und in tiefere Räume, in tiefere. Wessen bist du dir jetzt bewusst, ist da die Frage. Diese Übung hatten wir heute Mittag gemacht. Ja, eine halbe Stunde und dann 10 Minuten Pause und dann Wechsel. Wessen bist du dir jetzt bewusst? Und da ist die Anleitung dann auch, dass der die Frage gestellt hat, wiederholt, was du gesagt hast, und dann eine Anregung gibt, wie man weiter in die Wahrnehmung gehen kann. Also wahrnehmen,
nicht machen. Sich gewahr werden, was gerade ist, hier und jetzt, raus aus dem Tun, bis irgendwann über die Stille, die Leere, sich Dinge von alleine tun, sozusagen. Ja. Ihr könnt jetzt ruhig weiterreden. Ich habe nur am Anfang moderiert so ein bisschen. Ja. Also das Drama, das die Lebensdramen auch in loslassen, durchfühlen, daher zum Zuschauer werden. Ja. Zuschauer werden, der dann auch wiederum, also nicht Zuschauer ist dann. Ne? Also es geht auch immer wieder um Paradoxa, also wenn man in tiefere Räume hineingeht. Ne? Da ist Liebe und da ist was Böses und es wird so bleiben in der Welt, sagt er. Ja. Er hat was Spannendes gesagt, was ich bisher so nicht gehört habe, dass wir im Westen, dass nicht nur in der Wirtschaft immer weiter wachsen, sondern auch in den anderen Bereichen sind wir überzeugt, weiterentwickeln, weiter. Auch in, und dass das auch, ja, das sind wir im Westen so, dass zum Beispiel im Osten oder in Indien oder so, da geht es den Menschen, also die Hauptbewegung da ist nicht sich weiterentwickeln, sondern da ist ja, das ist so, die Kasten, das System, da geht es darum, dem zu entkommen, im Nirvana zu entkommen. Fand ich spannend, diese Gegenüberstellung, dass da diese Grundtendenz gibt. Dann hat er noch ein drittes, jetzt weiß ich nicht mehr, wer hatte noch ein drittes, was irgendeine andere, ich weiß nicht, ob das. Nein, ich weiß es nicht mehr. Okay. Lass ich jetzt mal so stehen. Ich traue mich ja einfach, mein Urteil laut, ist das jetzt eine Aufnahme schon? Also ich habe ihn halt einfach erlebt und habe auch mit Leuten gesprochen. Ich habe ihn nur mal gehört und empfand ihn als ungeheuer arrogant. Also so, er sei der Einzige, der eben die Leute zum Aufwachen bringt. Also das fand ich eben unbescheiden. Jetzt interessiert mich natürlich, wie du ihn wahrnimmst. Ja, wenn man es negativ aussucht, sagt man, er ist arrogant, er ist überzeugt von seinem Weg und was die Leute bei ihm erfahren. Ich war auch, 2017 war ich auch live auf dem Retreat und war auch schon mal auf dem Benediktushof auf einem Retreat mit ihm. Er hat auch was, auf das er stolz sein kann. Er hat was geschaffen, ist keine Frage für mich. Ich finde es sehr spannend, zu hören, mit dabei zu sein, wie er psychotherapeutisch mit den Menschen umgeht und sie in Zustände hineinführt. Also ich finde ihn da sehr kompetent. Ja, er ist immerhin noch ein Mensch. Und das Erleuchtung und Aufwachen ist in unserer Gesellschaft derzeit tabuisiert. Das kann man in den Medien zum Beispiel nicht bringen. Und das ist aber sein Ziel, sein Drive, Absichtslosigkeit, gell? Wie er sagt. Er ist auch witzig, er weiß total viel. Und ja, er hat natürlich auch noch ein paar kleine Ecken. Jeder hat eine kleine Ecke noch. Ich weiß nicht, ob man ihn deswegen so irgendwie pauschal in eine Kiste tun soll. Gibt viele Menschen, für die er gut ist. Für mich ist er definitiv auch gut. Ich war 2017 auf dem Sommerretreat, 14 Tage. Damals hatte ich auch Krebs. Damals hatte ich im Juni hatte ich eine OP von einem Rezidiv. Und die Prognose war sehr schlecht. Und es sollte nochmal operiert werden oder es sollte die ganze Brust weg. Und dann hatte ich irgendwann zugesagt und komischerweise kam aber kein Termin für die OP. Und dann habe ich im August gedacht, so jetzt reicht es mir hier zu warten auf einen OP-Termin. Jetzt mache ich mal was für mich und ich gehe
14, ich gehe zu diesem Retreat zu Christian Meyer. Und danach ist 5 Jahre lang nichts mehr gewachsen. Ich bin da so in die Stille gekommen und für mich hat es die Ruhe, die Stille, in die ich da gekommen bin in den 14 Tagen. Ich war mit meinem Fahrrad da, habe mit fast niemand geredet, bin ganz, hat für mich maßgeblich dazu mit beigetragen, dass dann erst einmal 5 Jahre lang Stille war, Ruhe war mit dem Krebs. Ja. Danke. Also erst einmal danke und also ja, also so wie Glückwunsch, also Staunen auch. Und mich würde natürlich nur interessieren, weil du ja auch gesagt hast, wenn er vergleicht Osten und Westen, also dieses, weil, und ich bin ja auch dieser Illusion erlegen, eigentlich, ich will erwachen, also meine ganzen Bücher, die ich vor 30 Jahren schon gelesen habe, weil ich dem entkommen wollte, was so schrecklich war. Und du hast jetzt ihn zitiert, dass eben anscheinend in Indien und so, also auch die Menschen so wie entkommen wollen, diesem irdischen Dasein. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie schauen Menschen aus oder wie wird Erwachen beschrieben? Also, oder sind da auch Leute, die sich selber als erwacht bezeichnen? Ja. Ja. Ich habe auch noch die dritte kulturelle Drive. Da hat er gesagt, die alten Griechen, die suchten die Wahrheit. Für die war das Wichtigste, die Wahrheit zu finden. Ne? Und dann wir jetzt mit Entwicklung und Wachen und die Christen und die Sufis, die haben die Liebe gesucht. Also es gibt richtig große kulturelle Strömungen. Ne? Und jetzt geht es um, und er meint auch, er war aufwachen, die Menschheit braucht das. Und das kann ich jetzt aus meinem integralen Hintergrund, wo ich sehe, man kann die Menschen nicht da Weltbilder überspringen lassen, um ins Integrale oder was weiß ich wohin zu kommen, ins Spirituelle. Aber man kann mit den Zuständen, alle Menschen haben Zugang zu Zuständen, alle Menschen können aufwachen, egal auf welcher Entwicklungsstufe sie sind. Und das, wenn er dann sagt, ja, die Menschheit braucht das Aufwachen, sonst schaffen wir es nicht, das stimmt hundertprozentig mit dem überein, mit der Schlussfolgerung überein, zu der ich gekommen bin, aufgrund des integralen Ansatzes und dessen, was ich da weiß. Ja, was du hattest jetzt die Frage gestellt, ob man da, ich war dabei damals auch, und das war einfach spürbar, dass da bei jemandem was richtig Großes geschehen ist. Ich habe auch eine Freundin gehabt, die auch, mit der ich lange vorher Unterschiedliches gearbeitet habe, auch im Integralen, und dann ist sie zu Christian Meyer gekommen und da hat sie ein Aufwachungserlebnis gehabt. Und ich war nicht dabei, aber als ich sie wieder gesehen habe, es war so sonnenklar, dass da wirklich ein Kipppunkt, etwas gekippt ist. Ne? Ja. Und er sagt aber auch danach, und das sagen ja auch andere spirituelle Lehrer, danach geht es weiter. Das muss ich im Leben, im Alltag implementieren. Aber es hat sich was geändert. Es ist ein Kipppunkt passiert. Mir fällt dazu gerade zu dem Wort Aufwachen ein, dass es ja im Grunde im Moment sehr verschiedene Bedeutungen hat, nicht? Die einen reden von diesem spirituellen Aufwachen, die anderen reden zum Aufwachen, was weiß ich, politischer Art oder sonstiger Art. Und ist eigentlich nicht ganz so klar, was wir darunter verstehen. Aufwachen bedeutet doch eigentlich, dass man aus einer Illusion rauskommt oder aus einem Traumzustand. Oder wie würdet ihr das, wie hast du es verwendet, Marie-Rose? Dass man wirklich in Erfahrung von Leere, von Liebe, all Liebe, Leere, Stille, und Bewusstheit hineinkommt, dass man diese Erfahrung macht, wo man sich wirklich all eins fühlt mit allem, was ist. Und das ist körperlich bemerkbar, spürbar
und seelisch und geistig. Und es ist ein Zustand. Das sage ich jetzt. Man sagt ja, dass die Zustände ja lange brauchen, bis sie dann Stages werden, also bis man es länger halten kann. Ne? Ja. Und es ist immer schade, wenn es dann vorbei ist. Ja. Aber wie die Wilbur-Combs-Matrix, ne, mit den Zuständen, man kann auch, auch Kinder können heilige Zustände erleben. Und es gibt ja, die von Indien oder von Tibet kennt man auch, dass Kinder schon in so Zuständen stabil waren, obwohl sie eine Kindermentalität hatten. Und bei Erwachsenen ist es auch so. Ne? Man kennt es ja auch, einfache Menschen, die nicht unbedingt Bildung haben, die einfach so eine Liebe ausstrahlen, gell? Die in so einem liebevollen Zustand sind. Das kennt, oder ich weiß nicht, ich kenne solche Menschen, ob ihr, oder Menschen, die so praktisch im Leben, die einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, egal wie intellektuell oder wie gebildet sie sind, die so fest da stehen. Ich sage das jetzt mal nur, das muss nicht unbedingt ein Aufwachungszustand sein, aber das kann schon ein Zustand sein, wo subtile Zustände relativ stabil inkarniert sind. Und dann geht es eben bei der Wilbur-Combs-Matrix geht es ja dann weiter auch in Tiefe und messbare Zustände, die dann bis von 8 bis runter, 4 Hertz, 0 bis 0 Hertz runtergehen. Ja. Da habe ich noch eine kurze Frage dazu, weil du von Kindern sprachst. Man geht ja davon aus, dass die Kinder noch ganz anders verbunden sind mit der Anderwelt sozusagen. Aber das ist ja nicht unbedingt das Aufwachen, von dem du sprichst, weil du hast ja eine Bewusstheit dessen, was passiert noch und in dem Jetzt bewusst zu sein. Ne? Ich glaube nicht, dass Kinder das unbedingt sind, wenn sie in ihren Traumwelt sind. Gerade deswegen habe ich eben Kinder angebracht. Das ist klar, dass die in dem magischen Bewusstsein drin sind. Ne? Das ist ja genau das, was die Wilbur-Combs-Matrix aussagt. Ne? Dass die trotzdem ganz weit in Richtung spirituellen Zuständen sein können. Mal mehr oder mal weniger stabil, meistens halt auch in unseren Breitengraden, wo das nicht gefördert wird, auch nicht stabil. Und es gibt ja auch nicht wenige Erwachsene, die sagen ja, als Kind habe ich das und das, immer wieder bin ich im Wald in diese Zustände gekommen oder ich habe das und das. Ja, aber damit habe ich mit niemandem geredet. Das war so irgendwie, da kann man da nicht damit reden. Ne? Ist niemand von den Eltern oder sonst im Umfeld, hat niemand über sowas geredet, also haben die Kinder auch nicht darüber geredet. Erika. Ja, ich habe jetzt einfach zugehört, ganz, ganz interessiert und ja, ist für mich auch ein Thema, also Erwachen oder ich würde das für mich so jetzt erstmal ganz vorsichtig auch definieren, dass ich im Grunde genommen jetzt so eine kleine erste Stufe, dass ich einfach das, was ist, annehmen kann, ohne einfach was abzulehnen, was wegzuschieben oder dass ich einfach nicht die Welt mir so kreiere, wie ich es mir wünsche, sondern tatsächlich das, was mir begegnet, dass ich einfach mit dem gut und im Vertrauen umgehen kann. Also ich bin da, ich hänge da meine Messlatte, was Erwachen anbelangt, so ein bisschen tiefer und gehe da jetzt über so die Auseinandersetzung mit Ego, mit Bewusstsein, mit Schmerzkörper, mit diesen Dingen, die oder den Handwerkszeug, was ich brauche, damit ich mein Bewusstsein oder damit ich mit Hilfe meines Bewusstseins ja mich auch anschauen kann, dass ich da kann es jetzt gar nicht so gut ausdrücken, ja, dass ich das einfach spüre, dass ich Bewusstsein habe und dass ich Bewusstsein bin.
und dass es eine Ebene gibt der Form, also das ganze Äußere, und dass es dann einfach diese Ebene des Formlosen gibt, die halt jetzt auch miteinander so zu tun haben, aber dass ich auf diese Ebene, in diese Innerlichkeit, in das, was in mir ist, dass ich da ja auch zu Hause sein kann. Also das sind jetzt so ein paar Fragmente, was mir so dazu einfällt. Und ich kenne den Christian Meyer nicht, hat mich aber jetzt sehr interessiert. Und vor allem, was mich angesprochen hat, Marie-Rose, ist das, dass du das kurz erwähnt hast, auch wie man umgeht mit diesen Zuständen, wenn einen das so überfällt, der Sinnlosigkeit. Also das kenne ich auch in regelmäßigen Abständen und weiß, dass die kommen, und das ist sehr, also das ist ein tiefer Schmerz und auch eine tiefe Verzweiflung auch, und es kommt oft ganz plötzlich einfach diese Sinnlosigkeit, ja, auch dagegen ankämpfen, immer das sich bemühen und dieser Act und alles, wo ich auch, also oft sage, Mensch, wenn ich mich beobachte oder auch viele andere oder die auch Bekannte oder Freunde, wo jeder ist auch mit sich, seinen Themen und seinem Schmerz auch beschäftigt und ja, wo das mich einfach überkommt, und dann bin ich einfach in diesem Zustand der Sinnlosigkeit, und damit so umzugehen und zu spielen und auch diese Zustände dann zu sagen, okay, das ist jetzt mein Zustand, ohne dass ich mir den wegwünsche oder mich ablenke und, sondern einfach sage, okay, da bin ich jetzt. Ja, spannend, also spricht mich sehr an, unser Thema. Ich habe zwei Fragen dazu. Zum einen beschäftigt mich, weil es von den Genschlüsseln her, wenn ich an die Schattenthemen denke, Schattengabe City und sowas, wie ist dann Erwachen? Heißt es dann angstfrei sein? Also sozusagen die neurotische Angst. Natürlich nicht eine körperliche Angst, die ja eine ganz wichtige biologische Funktion hat. Und das Zweite, das ist mir jetzt entfallen. In dem Zusammenhang war es gerade noch irgendwie wichtig. Ja, vielleicht fällt es mir nachher wieder ein. Also, aber, ah ja, doch, jetzt weiß ich es. Fällt mir, Heidi, einfach diese Frage zum Thema Sinnlosigkeit, finde ich. Ich bin jetzt 70 geworden und irgendwie habe ich das Gefühl, da ist doch jetzt was passiert. Mein Fest ist vorbei. Und je älter man wird und man ist im Ruhestand oder. Also finde ich eben diese Frage der Sinnlosigkeit, der entgeht man ja im Alter viel weniger, habe ich den Eindruck, als wenn man eben in einer Berufstätigkeit, in einem Feld ist oder mit Kindern oder Enkelkindern. Du hast mich angesprochen wahrscheinlich, weil ich dir hinterherkomme. Ja, ich kenne das in gewisser Weise auch. Aber ich merke, wenn ich dann wieder aktiv werde, wie zum Beispiel jetzt habe ich wieder viel im Garten gemacht, und dann ist plötzlich wieder ganz viel Sinn da. Also es kommt darauf an, was du unter Sinn verstehst. Wenn du natürlich unter Sinn verstehst, zum Beispiel viel Geld zu verdienen oder beruflich Karriere zu machen, dann tust du halt das machen und dann ist das der Sinn. Aber ich denke, der Sinn ändert sich im Laufe des Lebens auch. Also im Moment finde ich es durchaus sinnvoll, sich darauf vorzubereiten, älter zu werden und zu gucken, was kann man machen und wie wird das sein? Wie kann ich unter Umständen noch was Sinnvolles für andere Menschen machen in der Zwischenzeit? Nicht nur für die Pflanzen oder Tiere oder sonst was. Ich denke, den Sinn muss man sich immer wieder finden und immer wieder geben, und nicht, wenn diese Sinnlosigkeit kommt, zu denken, also es müsste jetzt irgendwie ein ganz bestimmter Sinn sein, sondern es gibt ja viele Sachen, die Sinn machen, und sich dann die aussuchen. Ist das eine Antwort auf deine Frage? Ja, erstmal danke. Also mich beschäftigt das sehr. Ich finde, es ist jetzt dadurch breiter geworden. Also weil
ich speziell, also dieses ich glaube, das hat natürlich einen tiefen Zusammenhang mit diesem, ein Recht auf Leben haben, eben was Sinnvolles für andere tun, also mit Ehrenamt oder mit so Geschichten. Also ist für mich noch nicht, also nicht geklärt, dieses einfach nur sein, ja, große Herausforderung, finde ich. Also der Sinn vom Aufwachen und so, wie Christian Meyer das vertritt, ist es wirklich, wie hast du das jetzt genannt, neurotische Muster wegzuhaben und mit dem Grund auch neurotische Ängste, ja, die aufzulösen und in Glückseligkeit zu kommen, dass die Möglichkeit besteht, dass das wichtig ist für den Menschen, weil wir durch die Inkarnation als Kind wirklich so in der materiellen Sphäre erst einmal so stark da drin sind und es braucht die andere Seite und dass das vieles lösen kann. Also er behauptet, dass es sich so stabilisieren kann, dass da keine Ängste mehr sind. Dass da das Thema Sinn und Sinnlosigkeit, dass das sich aufhebt. Mir fällt halt jetzt noch ein, also dass eine Frequenz an, sozusagen, dass wenn man eben Ängste, die neurotischen Ängste wirklich durchlebt hat, aufgelöst hat, wie auch immer, also in einem bestimmten Frequenzlevel, in dem du bist, sind die eben überwunden. Dann ist eben das Thema Zufriedenheit, Glück, Dankbarkeit sowas wie ein Dauerzustand. Ja. Und das kann immer tiefer in Verbindung mit allem, was ist, mit der göttlichen Dimension, mit der kosmischen Liebe, kann das in Verbindung kommen. Immer stärker, immer tiefer hinein. Ich denke, das ist auch ein Entwicklungsprozess. Also wenn ich zurückdenke, vor 10 Jahren war ich noch nicht so, fühlte ich mich noch nicht so wie jetzt, ja. Also dass dann bestimmte Sachen, an die du dich so festhältst, dann irgendwie nicht mehr so wichtig werden oder du wirst ruhiger oder du wirst mehr toleranter oder was auch immer. Also viele von diesen Dingern, die dich vorher so im Griff gehabt haben, die werden leichter oder nicht mehr so stark. Und das ist, glaube ich, auch eine graduelle Entwicklung. Und ich frage mich, ob das durch so einen Erwachungsmoment, ich hatte ja auch mal einen, aber das ist schon sehr lange her. Und hatte ich nicht das Gefühl, dass sich das jetzt irgendwie besonders sich verändert hätte dadurch. Vielleicht heute, wenn ich mehr bewusst bin. Damals war ich es überhaupt nicht, wusste gar nicht, was das ist. Also als Frage. Ja. Ich sehe auch bei mir, ich habe ja auch schon ganz viel in unterschiedlichsten Bereichen gemacht, physisch, seelisch und geistig, spirituell. Und es ist im Normalen, ist in mir schon auch so eine Klarheit, so eine Gelassenheit. Ne? Diese innere Gelassenheit, die hat definitiv zugenommen. Und da gibt es auch Dinge, die mich nicht mehr verlassen. Das kann ich ja jetzt auch sehen, jetzt wo ich schon wieder mit der Krankheit, auch wenn es ja schwache Momente gibt, aber da gibt es innere Stabilität, die mich nicht verlassen hat in den letzten 7 Jahren mit den Operationen und mit den Krebsgeschichten und jetzt mit der Schema. Und ich habe jetzt letzte Woche, heute habe ich die zwölfte Chemo bekommen und ich bin eigentlich überzeugt, der Arzt hatte anfangs gesagt, wir machen 12 und am letzten Freitag hat er gesagt, nee, jetzt kommt dann der zweite Zyklus von 12. Ich bin aus allen Wolken gefallen und der Arzt ist ein sehr argumentativ drauf und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht, das macht nicht, das geht nicht, es muss jetzt reichen. Ne? Und dann hat er angefangen zu argumentieren und zu reden, so wie, und auch
Und ich bin in einen Zustand gefallen und es war klar, ich habe nicht viel mehr gesagt, aber nur, dass ich es nicht mache. Und er hat dann aufgehört zum Argumentieren. Ne? Wenn ich mit ihm in Argumentation gegangen wäre, hätten wir eine Stunde diskutiert und er ist ein Schnellredner, ich wäre da in die Labyrinthen gekommen. Aber etwas hat mich geführt, dass ich von meinem Zustand her für ihn nach 5 Minuten klar war, nee, die da kriegst du nicht überzeugt. Da müssen wir jetzt erstmal einen Kompromiss machen und erstmal sehen. Jetzt werden wir erstmal sehen im Ultraschall, wie groß der Tumor jetzt ist und ob jetzt operiert werden kann und ob es dann mit der OP getan ist, weil eine OP ist definitiv leichter zu verkraften vom Körper. So eine OP, wo sowas Kleines rausgeschnitten wird, auch noch aus einem äußeren Bereich vom Körper, ein äußerer Bereich, eine Brust ist ja trotzdem relativ außen, ist nicht zu den inneren Organen. Das ist für mich, ist das in meiner Wissen, ist das eine leichtere Geschichte als nochmal 12 Wochen Chemo. Oh. Ich bin K.O. Ja. Da habe ich mich geführt, gespürt. In dem Austausch mit ihm. Auch wenn er heute hat ja gesagt, ja, von dem, was er so sieht, sei ich eigentlich ganz gut durchgekommen durch die Chemo von wegen Nebenwirkungen. Ja, ich habe gesagt, subjektives Empfinden, das kann man nicht messen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist alles im Kopf. Gut, darauf habe ich dann nicht mehr geantwortet. Ne? Sonst, dafür bräuchte ich dann endlose Erklärungen oder was. Ne? Was heißt das, das ist alles im Kopf? Das ist für mich eine moderne Ansicht. Ne? Oder ja. Das ist für ihn, habe ich gemerkt, er ist als Mensch impliziert und es macht, er will hier gewinnen, gell, und mit seiner Methode, ne? Oder er ist überzeugt auch von seiner, weil es ist ein Mensch, der überzeugt ist von dem Weg, den er da hat und er will den Menschen helfen und ja, ich habe mich geführt gefühlt, ja. Mich beschäftigt noch in dem Zusammenhang Trauma natürlich, also weil neurotische Angst und sozusagen im Körper verankertes Trauma, also bin ich natürlich betroffen davon, von dieser Art von Körperchemie oder mangelnde Resilienz, da frage ich mich wirklich, ist Aufwachen und davon befreit werden, ist es ein Geschenk, kann man was dafür tun? Witzigerweise hat Christian Meyer gestern irgendwo, als er eben wieder über irgendetwas länger gesprochen hat, hat er gesagt, ja, eben der Zusammenhang spirituelles Aufwachen oder Aufgewachtsein und körperliche Krankheiten, hat er dann gesagt, ja, der, wie heißt sein Guru, der Inder, komisch, dass es mir, vielleicht soll ich das nicht erzählen, der an Krebs gestorben ist auch. Wie heißt denn dieser ganz? Ist der nicht Maharishi? Ja, genau. Mhm. Nee. Sag nochmal. Ramana Maharishi. Ja, Ramana Maharishi. Wo er sagt, es ist einer der erleuchtesten in den letzten Jahrhunderten, ist an Krebs gestorben. Alter von 80. Ich weiß, Krishnamurti hat auch Krebs gehabt zum Schluss. Also was er damit sagen wollte, gut, mich hat es dann ein bisschen, weil irgendwo kommt immer auch die Frage, ja, was habe ich verbrochen, ne, damit ich schon wieder Krebs habe oder so. Ne? Es gibt so vieles, so viele Möglichkeiten, so viele Ursachsmöglichkeiten. Es war einfach für mich angenehm. Nee, ich muss nicht da schon wieder irgendwo was suchen. Okay. Es ist meine Seelenaufgabe, was weiß ich was. Oder ich muss keinen Sinn darin finden. Es ist einfach so, also bin ich damit. Ich muss es nicht in Frage stellen und nicht darum denken, machen, um Sinn darin zu finden. Sowas. Mit dem Sinn werden, Entschuldigung, Romana Ketu.
die germanische Heilkunde, glaube ich, geht ja davon aus, dass sozusagen das schon der Heilungsprozess in einem großen Prozess eines Konfliktes ist, was wir als Krankheit sozusagen in unserer Gesellschaft definieren. Also ich bin noch nicht tiefer beschäftigt, aber das finde ich auch spannend, dass, also diese Sichtweise, ja, dass das gar nicht gut ist. So wie es ja auch nicht gut ist, die Nabelschnur sofort abzuschneiden bei einer Geburt, sondern dass das Kind eigentlich ja noch das Blut und den Sauerstoff eigentlich braucht. Und uns nur suggeriert wird, das schreit jetzt, dann sind die Lungen gut. Das ist wohl auch ein Bindungsproblem, dass das so gemacht wird. Also wie das bei Krebs ist, weiß ich nicht, aber das habe ich nur mal sozusagen gehört, dass wir da völlig falsche Ansichten haben in unserer Gesellschaft. Ja, es gibt ja viele solche Meinungen, nicht? Die davon ausgehen, dass es jede Art von Krankheit irgendeine Imbalance ist. Aber nachdem wir ja so ein komplexes System sind aus Psyche, Geist, Körper und sonst noch was, dass man da dahinter kommen kann, was es nur gerade im Einzelnen ist, das mag ich zu bezweifeln. Und insofern so einen spirituellen Weg, dass man versucht, so in den Frieden mit sich zu kommen und so. Und dass im Zweifelsfall eben auch die Krankheit akzeptiert, ne? Weil ich meine, letztendlich, wir werden immer älter und immer älter und an irgendwas muss der schließlich mal sterben, nicht? Und meistens ist es eben eine Krankheit. Also, was ich jetzt nicht sage, dass wir in unserem Alter jetzt schon dran wären, ja? Aber letztendlich ist es so, meistens werden halt sterben Leute, alte, richtig alte Leute dann am Ende an Lungenentzündung oder an Krebs oder sowas. Früher wusste man das nur nicht. Dann hat man gemerkt, dass die alten Leute immer dünner werden und dann kaum mehr noch was essen. Heute weiß man, das ist Krebs. Aber es ist doch, glaube ich, ein Teil auch des Lebens, jeder Art von Krankheit. Denn es ist ja eine Illusion für mich, zu glauben, dass wir ständig im Gleichgewicht sein können, dann wären wir ja steif. Ne? Das richtige Gleichgewicht ist wie auf so einem Kissen, ja, wo man draufsteht und Gleichgewicht übt. Das heißt aber nicht, dass man drauf ist, sondern man rutscht mal dahin und mal dahin und mal dahin. Und ich denke, der Körper macht das auch so. Und man sagt ja auch, man soll ja öfters mal krank werden, damit das Immunsystem sich stärkt zum Beispiel, was jetzt mit Krebs vielleicht nicht unbedingt was zu tun hat, aber mit anderen Krankheiten. Wenn du versuchst, die zu vermeiden, dann kannst du dein Immunsystem nicht trainieren. Und insofern, es ist eben Teil des Lebens, denke ich. Ich meine, wer weiß. Mich beschäftigt noch das, was du gesagt hast, mit also Lehre und so weiter und Akzeptanz und Gelassenheit, aber eben diese Verführung, in die Glückseligkeit zu fallen. Also wo man einfach wissen, es ist beides da, also Leid und Schmerz. Und also wir sagen, Leid ist unvermeidlich, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden nicht. Also aber dass man am Leiden wächst. Also es gibt so viele Theorien. Aber am schwierigsten ist für mich diese Falle, weil das erinnert mich so an dieses, ich möchte entkommen, ich möchte in die Glückseligkeit, ich möchte meinen Ängsten entkommen, ich möchte, also da finde ich dieses Glückseligkeitsversprechen oder die Beschreibung, die finde ich gefährlich fast. Klingt nach einem Ego-Projekt, oder? Kann eins werden, da warnt er davor. Ich gehe immer in Hab-Acht-Stellung, wenn jemand so absolutistisch sagt, etwas behauptet, so wie der Hammer ist eben sehr absolutistisch geworden. Ich habe mich viel mit ihm damit beschäftigt gehabt 2015 und da sind ein paar ganz spannende Sachen drin, aber ich weiß auch Leute, die daran gestorben sind, ganz klar, weil sie überhaupt nicht, weil sie genau dem gefolgt sind. Also es ist nicht umsonst, dass er seiner Approbation ihm entzogen worden ist. Es sind tatsächlich Leute gestorben, die nicht hätte sterben müssen. Ne? Und ich war in Kreisen, wo die Leute damit gearbeitet haben auch. Ne? Und die aber dann auch irgendwann trotzdem in Relativierung gegangen sind. Was ist gut daran? Was ist richtig daran? Er hat eine Messmethode gefunden, die gut ist, die
die klare, die interessante Diagnosen stellt, ja. Von wem sprichst du jetzt? Jetzt von dem Haber, wo Ramona angesprochen hat, neue germanische Medizin. Anfangs hat es eben Hamers neue Medizin hat's geheißen. Und irgendwann ist er tatsächlich auch in die Richtung gegangen, neue germanische Medizin. Ja, gut. Ja, das mit dem Absolutismus, das ist eben, deswegen haben wir ja auch integrale Medizin, wo eben, ups, das war schon mein Hund. Was hast denn du gehustet? Die Komplexität und die eben ganz viele Ursachen, die zusammenkommen müssen, damit es kippt, ne? Damit es kippt und so eine große Krankheit entsteht wie der Krebs, gell? Ja, dann sind wir jetzt so weit, dass wir so ein kleines Resümee ziehen können für uns. Was habt ihr jetzt mitgenommen, beziehungsweise was meint ihr, dass ihr jetzt noch dazufügen könnt in Form eines Checkouts? Ich finde ganz spannend, dass sowohl der Uwe Albrecht hier in Berlin tätig ist oder mittlerweile, glaube ich, am Rand von Berlin, weil da mehr Platz ist. Und auch der Christian Meyer ist, meine ich, den habe ich hier auch schon auf dem Kongress erlebt. Ich meine, das ist auch ein Berliner. Und du hast ja vorhin von Ost und West und meintest aber eher, dass Ost die indischen und asiatischen Sachen. Und Annalisa hat ja gesagt, also ist ein Ost-Schulmediziner, der Uwe Albrecht, und Christian Meyer ist ja eine Westpflanze, sage ich mal. Also das fand ich jetzt spannend und denke, warum lebst du hier? Welche Bedeutung hat das? Ja, keine Ahnung, nehme ich jetzt einfach mal mit. Fand ich spannend. Genau, Uwe Albrecht habe ich noch nicht live erlebt. Eine Freundin hat da schon ein Seminar auch gemacht und hat bei mir hier geschlafen. Und genau, und Christian Meyer habe ich so auf Kongressen, Vorträgen in Berlin hier dann auch schon auch selber erlebt. Und ja, aber eben so ein Vortrag, was ist denn das? Also eine Stunde oder anderthalb oder so. Das ist, also, da kann ich nur sagen, charmanter Mann. Also kam gut rüber. Also ja, mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Ja. Dann, wer möchte weitermachen von euch? Schönes Wochenende schon mal. Danke. Ja, ich mache mal weiter. Also bei mir ist eine Frage hängen geblieben, die Marie-Rose gestellt hat oder zitiert hat von Christian Meyer. Was geschieht, wenn du nichts tust? Also die arbeitet gerade in mir und ich finde das total spannend, weil dieses Tun heißt ja dann weder was verdrängen, noch was anders machen wollen, noch irgendwas forcieren. Ja, ich bin motiviert, mich mal hinzusetzen und zu gucken, was geschieht, wenn ich nichts tue. Damit gebe ich weiter. Ich habe es ja auch, ich habe es auch aufgeschrieben und habe mir gedacht, ich mache ja die Diaden jeden Tag und habe immer gedacht, wow, was, das ist ja eine total spannende Diadenfrage. Die sind ja nur 5 Minuten, also 20 Minuten. Das erinnert mich schon sehr an die Ursprungsdiade. Sag mir, wer du bist. Und das ist ja furchtbar anstrengend. Also danke. Also, und ich merke eben, gut, dass ich gefragt habe, weil ich da war ein Urteil da. Und jetzt merke ich, es hat mich jetzt neugierig gemacht. Und sei es, dass ich das Buch lese oder mir den Christian Meyer mal anschaue, ich merke einfach, ich wünsche mir tatsächlich einfach, dass die neurotischen Ängste auflösen kann. Ganz egoistisch. Danke. Mir ist dazu jetzt so eingefallen, dass ich habe das vor ein paar Tagen gelesen oder kürzlich erst, dass von der Evolution her Leid insofern seinen Sinn hat, weil es uns in die Tiefe führt und uns dann einfach auch Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Das klingt auf der einen Seite irgendwie, ja, wo man sagt, naja, gut, okay. Und auf der anderen Seite klingt es auch unbefriedigend, aber ich glaube, dass da was dran ist. Insofern, naja. Genau.
Das ist das, was mir jetzt noch zum Schluss eingefallen ist. Und dann wünsche ich euch allen einen ganz schönen Abend noch. Und tschüss. Ja, Freude und Leid, Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Diese und Polaritätsfragen, die wechseln von zu dem, was gerade Hass ist oder was gerade bei mir kam, war das Thema, ist aufgekommen, wo ich total erstaunt war. Gehässigkeit, dass ich Gehässigkeit habe. Gehässig ist tatsächlich ein Wort aus meiner Kindheit. Und ich habe mich eben mit dieser Polarität Liebe und Gehässigkeit beschäftigt. Also wie gesagt, das, was du jetzt sagst, Erika, das ist dieses Beides hier in diesem Körper und im Geist zu sein, das beschäftigt mich extrem. Ich danke dafür, dass ich erzählen konnte, weil ich merke, das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Ich habe mich gefreut, euch davon zu erzählen. Ja, weil ich schon auch erlebe, dass es eine gute Sache ist, was er macht und wie ich es in mein integrales Weltbild oder meine integralen Konzepte, wie das so gut dazu passt, das gefällt mir auch einfach immer, wenn etwas dazu passt, ne? Weil ich damit so viel anfangen kann in meinem Alltag. Ja, und hier eben die Zustände, die tiefe Entspannung. Ja, danke, dass ich erzählen durfte. Bis dann. Tschüss. Tschüss, ja, und danke, dass du erzählt hast. Ich fand es sehr schön, dass da sich so ein Gespräch darum entsponnen hat. Ich habe ihn ja auch mal kennengelernt bei irgendeiner integralen Forumsgeschichte. Dachte mir auch, naja, weiß nicht so recht, nicht so. Aber es ist schön, nochmal was davon zu hören. Und diese Frage, was tue ich, wenn ich nichts tue, das ist schon immer für mich ein Thema gewesen. Dann kommt vielleicht Langeweile und da muss man wieder was tun und so. Also ich werde auch noch mal ein bisschen drüber, kann man überhaupt nicht nichts tun? Ne? Also selbst wenn du Meditation machst, tust du ja wieder was. Ja? Mir ist gerade so ein bisschen ein Rätsel, wie das gehen soll, wirklich nichts zu tun. Außer schlafen natürlich, dann tust, naja, dann träumst du vielleicht. Da tut ja auch irgendjemand was in dir oder so. Spannende Frage. Ich danke euch alle, dass ihr da wart und schön, dass wir, jetzt müssen wir noch das Wasser schöpfen, weil wir ja am Brunnen sind. Schickt mir mal ein bisschen Wasser, mein Brunnen ist leider ausgetrocknet. Aber ihr habt ihn wieder zum Fließen gebracht für heute Abend. Danke, macht's gut, bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.